Hallo, mein Name ist Marie-Laurence Jungfleisch. Ich bin Hochspringerin, Olympiateilnehmerin und habe euch 5 Fit for Future Videos erstellt, damit ihr dies zu Hause nachmachen könnt und euch allgemein auspowern und einfach ein bisschen allgemein Sport machen könnt. Das ist sehr wichtig zu der Zeit und auch sehr abwechslungsreich. Und wenn euch die Videos sehr gut gefallen und ihr einfach mehr davon sehen möchtet, dann abonniert das Fit for Future YouTube-Kanal und dann wünsche ich euch dabei sehr viel Spaß. Tschüss! So, dann möchte ich mit euch gerne ein paar Dehnübungen machen. Also wenn ihr eine Matte zu Hause habt, super, aber ihr könnt es natürlich sehr gerne auf dem Teppich machen oder auf dem Handtuch. Das ist gar kein Problem. Am besten aber ein großes Handtuch, weil ja ein kleines bringt nicht so mega viel. Okay, also die erste Übung, Dehnübung, ist für die Beine. Also zumindest legt euch mal hin. Streckt ein Bein nach oben aus. Schön durchgestreckt am besten. Das andere Bein liegt auf dem Boden. Die Arme sind an der Kniekehle und versucht ein bisschen nach vorne zu wippen. Also bitte nur so stark, wie es für euch erträglich ist. Also es soll keine großen Schmerzen haben. Wenn ihr fertig seid, nehmt das andere Bein und macht es dasselbe. Die Fußspitzen sollten am besten zu euch schauen. So, eine weitere Übung ist hier zu merken, zu spüren. Also es steht so, wie ich es gerade mache. Das eine hintere Bein nehmt ihr dann bitte in die Hand. Viele machen den Fehler, nehmen dann die Füße in die Hand, aber am besten das Sprunggelenk. Und wippt ein bisschen mit der Hüfte, geht dann nach vorne. Ganz leicht, ihr werdet es hier merken. Hier vorne, dass es ein bisschen dehnt. Gerade bleiben. Wenn ihr möchtet, eben so ein bisschen nach vorne wippen mit der Hüfte. Aber ihr könnt auch gerne so stehen bleiben. Dann die andere Seite. Die Fußspitzen zeigen auf den Boden. So, also die nächste Übung ist für die Arme. Ihr sucht euch eine Wand, streckt eure Arme aus, also ein Arm, und dehnt es so. Wie gesagt, nur so stark, wie ihr es auch ertragen könnt. Bitte nicht mehr. Die andere Seite. So, sehr gut. Und eine sehr bekannte Übung, ich glaube, das kennen auch viele vielleicht von euch, ist auch, also auch für die Arme. Ihr nehmt einen Arm nach hinten, den anderen Arm hierzu und das müsst ihr euch hier dehnen. Ein bisschen hier ziehen und dann wechseln. Und jetzt versucht mal, soweit ihr könnt, es können nicht viele, ich glaube es jetzt auch nicht unbedingt, ganz zum Boden. Also die Fingerspitzen müssen zum Boden kommen. Oder müssen nicht, aber können eventuell. So, soweit ihr könnt, ihr werdet es hier merken. Es dehnt hier ganz schön. Andere kommen vielleicht mit der ganzen Handfläche runter. Das kann ich leider noch nicht. Aber ich übe. Also hier dehnt es auf jeden Fall ziemlich. So, und die letzte Übung, die ich euch zeigen werde, ist auch für die Beine. Füße zusammen. Eure Hände umschließen die Zehen. Und versucht, eure Füße, eure Knie runterzubekommen. Der Rücken soll gerade bleiben. Und nach unten wippen. Ihr merkt es hier. Das war's. Ich hoffe, ich habe euch was ein bisschen beigebracht und ihr hattet Spaß. Probiert es aus.